Ladies and Gentlemen, liebe Pelikane, willkommen zurück zu Darksiders TDFLP, hier euer Ding am Start. Wir sind erstmal dabei stehen geblieben, hier dieses Rätsel zu lösen. Und ich habe auch schon eine ziemlich gute Idee, wie wir an diesen Platz kommen, wo wir eigentlich hin müssen. Und wir hätten das auch viel einfacher haben können als mit diesen Bomben. Aber, naja, man probiert immer erstmal irgendwie was anderes aus. Und jetzt gehen wir locker flockig wieder hier hoch. Gehen einmal hier rüber. Dann alles klar. Machen wir einen hier auf den Kletteraffen. Und dann ist da hier ja noch eine Stange. Und da können wir einfach dran runtersliden. Easy peasy lemon squeezy. Tür auf. Was sind das für Viecher? Für Gollums? Hä? Sind das hier für Gollums? Okay, gleich kommt einer mir ins Gesicht gesprungen oder so ein Scheiß, ich seh schon. Naja, komm. Jetzt kommen sie hier gleich alle. War so klar. Die kenne ich doch, oder? Die hatte ich doch schon mal so ein Gegner, oder? Ach ja. Komm. Ich dachte nämlich, ich muss den nur ablocken, entspannt. Komm, Hunter. Oh, die brauchen richtig lange für diesen Angriff. Das ist richtig scheiße. So eine Watsche geben, schön einen mitgeben und dann auseinandernehmen. Schön. Easy. Oh mein Gott, es wird langsam dunkel draußen. Wir machen mal ein Lichtchen an. So, jetzt sieht man meine Fresse wieder. Sie glänzt förmlich. Nice. Ist da vorne? Das war nicht so nett. Pisser. So, auseinandergenommen. Get over here. Du wirst auch schön auseinandergedrückt von mir. Och nee. Da machen wir mal schön die Höhlenform und machen hier kurz einen Prozess mit denen, weil Zeit ist Geld, wie ihr wisst. Wir haben keine Zeit für so einen Scheiß. Genau. Gedreckt. Das ist immer gut eigentlich, für so fette Bastarde diese Höhlenform kurz zu nutzen. Man muss sie nicht mal gegen Bosse nutzen, sondern einfach gegen solche abgefuckten Gegner, die man einfach nicht blocken kann. Das ist halt richtig Sweet Lemonade in dem Moment dann. Ist dahinter vielleicht irgendwas? Nein. Okay. Ah. Naja, stirbt. Stirbt! Ah, wir brauchen einen Key hier. Wir brauchen wieder einen Schlüssel, jungen Padawans. Okay, easy. Dann müssen wir hier hin. Boah, es wird ja so richtig labyrinthmäßig. Boah, ich kann Bock auf das Zeug. Okay, da komme ich erstmal nicht hin, weil irgendwas das blockt. Da sind wir gekommen, oder? Boah, ich hasse sowas. Ich mag sowas nicht. Ich bin dann immer maximal verwirrt. Ah, Secret. Schnitter. Diese erweitert die Anzahl der Seelen, die von erschlagenen Feinden eingesammelt werden. Setzen wir das ein für den Chaosfresser, ist die Frage.
kriegen halt mehr Seelen. Und da haben wir hier mehr Damage. Das sind die Damage auch da drauf. Meines Erachtens. Weil. Ist halt so. Ist so. Will ich so haben, ich brauche Damage. Ich muss Gegner schnell und zügig auseinandernehmen. Ohne Rücksicht auf Verluste. Jupp. Hier, hier, hier. Ich glaube, hier bin ich sehr richtig. Jawohl. Gimme that. Noch eins, glaube ich, oder? Noch zwei. Noch zwei, glaube ich. Und dann nehmen vier. Vier insgesamt. Noch vier. Ach, ich weiß nicht. War verwirrt. So, Wasser ablassen. So, jetzt stört uns das schon mal nicht mehr. Da sind wir ja vorhin nicht durchgekommen. Dann jumpen wir da jetzt schnell zurück. Gut. Und ich glaube dann hier war das, ne? Oder? Oder nicht? Na, ich glaube, das war da. Ja, das war jetzt hier weg. Um ehrlich zu sein, ich weiß gerade gar nicht, wo das war. Ah, hier oben. Ah, das ist doch die nächste Etage. Force, Force. Of course. So, jetzt die nächste Kiste, die wir aufmachen werden. Hier haben wir den Schlüssel bekommen. Den brauchen wir auch. Und jetzt können wir chillig zurückgehen. Können da das Schloss öffnen. Ich feiere das Schloss. Das Schloss ist geil. Bitch. So ein absolut geiles Schloss. Erstmal eine Kopfnuss. Oh, da, was war denn das nochmal, wenn ich dieses Ding kaputt gemacht habe? Da kam doch irgendwas raus. Das sieht mir hier nach Bosskampf aus. Haben wir Zeit? Na klar, haben wir Zeit. Oh, stimmt, wir haben dadurch Items bekommen, ne? Wir haben letztes Mal Shuriken bekommen. Und jetzt haben wir. Eine richtig fette Fist. Ein Kampfhandschuh, der alles erbeben lässt, wenn er aufgeladen wird zum Aufladen des Handschuhs. Ich glaube, das soll ich jetzt an dem Ding ausprobieren. Das machen wir jetzt. Das war jetzt nicht so cool. Das war jetzt nicht so. Ich musste mehr aufladen. Nee. Das wird ja. Ja, gegen die Dinger bringt das vielleicht was hier. Aber jetzt gegen den Fetten? Absolutely fucking not. So. Dann fliegen die einfach in die Luft und damit kann ich das Eis kaputt machen. Das ist doch cool. Aber sonst. Weiß ich, ob mir das sonst was bringt. Okay. So. Ich glaube, da ist sein Kopf segeln gegangen. Da hat er jetzt nicht mehr so viel zu melden. Aber er hält nicht viel aus, die Bossade. Ich brauche mal irgendwas, was mehr Damage macht bei meinem Schwert. Ja, da kommt der nächste. Ja, oh, noch einer.
Get wrecked! Ja, das war ein Fehler jetzt. Das hätte ich so nicht machen sollen. Ich hätte ihn eigentlich einfach töten sollen mit meiner Höllenform, aber nein. Ich wollte ja wieder cool sein. Ich wollte ihn anders vernichten. Und dafür kriege ich jetzt Quittung. Jetzt hack ich trotzdem seinen Kopf ab. So, jetzt wird der auch weggeschnetzelt. Ach, die sich Beine wegziehen, ist so nice. Macht so Spaß. Batz, batz. Easy. Good job. Well done. So, erstmal leben. Soll ich das Teil kaputt machen? Jetzt holen wir uns hier den Schlüssel bestimmt raus. Tatsache, Schlüssel des Betrachters. Jetzt gehen wir hier rüber. Machen das Teil auf. Und sind good to go. Sehr gut. Ah, die hatte ja hier dieses, dieser Boss hatte ja hier diesen Kristall. Da müssen wir den bestimmt mit dem Ding dann damagen. Aha, aha. Ja, si, senor, ich hab verstanden, wie das geht. Si, si, verstanden, senor, alles gut, alles gut. Okay, einfach mal nach oben schwimmen, nicht andauernd so komische Sachen machen. Sehr vorteilhaft, um weiterzukommen. Okay, da oben müssen wir hin. Benutzen wir erstmal das. Dann geht schon mal nach oben. Das ist schön. Gönne ich mir erstmal eine Kiste. Danke, Chain. Vielen Dank für die Seelen. Vielen Dank, Philipp von dir. So. Müssen wir hier hin bestimmt? Da hoch? Ja. Schnelles Verschieben. Drücken Sie und halten Sie es, während Sie ein Objekt verschieben, um es mit einem Term schneller zu bewegen. Ich glaube, ich muss kurz runter. Ja, okay, jetzt müssen wir hoch. Sinn. Ah, damit das da rüber fliegt. Macht bis jetzt noch alles Sinn. So, jetzt müssen wir das hier hochnehmen. Sind wir hoch genug? No chance in hell, oder? Nochmal.
Ich kann das jetzt zwar ausprobieren, aber ich glaube nicht, dass wir erfolgreich sein werden. Aber klar. Bullshit. Kann ich da hoch? Also kann ich doch da hoch. Müssen wir kurz abgreifen. Ja, ja, okay, dann laufen wir dann nochmal jetzt hoch. Wo ist mein Ding? Ja, 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 ja. Gut. Dann ist das wieder da. Dann müssen wir das kurz runterholen. Ja, ja, ja. Ah, da dachte ich mir schon, dass das nicht so klappt, wie ich das will. So, jetzt drücken wir das drüber. Easy, jetzt müssen wir. Kurz hier rüber, ich spring da drauf. Gewiss, gewiss. Jetzt machen wir das runter ein bisschen, oder? Ja, get on my level. Sehr gut. Jetzt können wir das da rüberhauen. Ja, nein. Gut. 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 Hier an. Jetzt kommen wir da hoch. Genau. Was gibt's hier umsonst noch so? Mhm, da oben ist irgendwas Interessantes. Okay, okay. Gut, gut. Man merke, man merke. Da immer wieder kaputt. Easy peasy, lemon squeezy. Alles ist gut. Naja, komm. Alles gut, easy. Bis jetzt. Fuck! Ach, das war der Boss. Bitte nicht angreifen, Power, Power. Hä? Ich weiß gar nicht, ich hab das Attack-Pattern gerade gar nicht verstanden. Der tot, der tot, alle tot, alle tot, alle tot, alle tot. Alle tot.
will jetzt aber noch nicht kämpfen. Okay, er war nur böse. Anscheinend hat sie schon wieder mit dir gespielt. Hoffentlich versagst du beim nächsten Mal nicht wieder. Wie denn gespielt? Ich konnte nicht ein Damage, ein Hitpoint von ihr abzwiebeln. Das war für Scheiß. So, jetzt gehen wir hier rein. Gut. Und dann, in der nächsten Folge, gehen wir durch die Eiswand da vorne. Und hoffentlich werden wir super mighty sein. Und auch bald zum Boss kommen und ihn wegzwiebeln. Und ja, haut rein. Bis zum nächsten Mal, meine übergeilen PKs.